Das ist die grundlegende Sache, die jeder Mensch zu tun hat. Ein wenig Abstand wird die Art, wie du die Dinge siehst, völlig verändern. Plötzlich ist die Aktivität des Verstandes eine tolle Unterhaltung. Plötzlich merkst du, dass du deinen Körper und deinen Verstand so einsetzen kannst, wie du willst. Er wird dich nie wieder beherrschen. Wie kann ich Schwierigkeiten als Chance nutzen, um zu wachsen? Wie kann man Schwierigkeiten als Chance nutzen? Wenn wir von Schwierigkeiten sprechen, kann das Leben nur körperlich schwierig sein. Geistig Schweres geschieht durch dich. Aber körperlich schwer kann es werden, wegen des Geländes, wegen der Umstände, wegen einer Vielzahl von Dingen. Körperliche Schwierigkeiten können also mit einigen Schmerzen verbunden sein. Also körperliche Schwierigkeiten. Menschen, die körperliche Schwierigkeiten durchmachen, gehen immer stärker daraus hervor. Ist das so? Immer. Schon deine Ausbildung ist eine Tatsache. Wahrscheinlich ist die Ausbildung zum Soldaten härter, als die Schlacht zu kämpfen. Abgesehen von dem damit verbundenen Risiko. Was die Strapazen angeht, sieht die Ausbildung immer nach sinnlosen Strapazen aus. Das gilt für einen Soldaten, das gilt für einen Yogi. Früh am Morgen um 4 Uhr aufstehen und Yoga machen. Der Verstand wird fragen, du Idiot, warum bist du auf? Alle schlafen noch. Ja, selbst für den Yogi gibt es dieses Problem. Der Verstand wird fragen, du Idiot, warum stehst du um 4 Uhr morgens auf und was machst du da? Alle schlafen, sie wachen auf und trinken um 7 Uhr Kaffee, was machst du da? Aber weil du deinen Körper freiwillig durch diese Strapazen bringst, kommst du an einen Ort, an den niemand sonst gelangen kann. Ist es nicht so? Körperliche Anstrengungen sind also eine enorme Möglichkeit, denn die Natur des menschlichen Körpers ist so, dass er nur durch den Gebrauch besser wird. Wenn du es bereitwillig tust, wird Anstrengung eine Freude sein. Wenn du es widerwillig tust, ist es die schrecklichste Sache. Die Frage ist also nur, ob du gewillt oder unwillig bist. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das sollte kein Witz sein über eure Realitäten, in denen ihr lebt. Was denkst du, ist harte Dienstpflicht? Wenn du eine Strafe verhängen willst, dann setz ihn auf 6000 Höhenmetern aus. Aber Leute, die bergsteigen und andere Dinge tun, finden es fantastisch, auf 6000 Meter zu klettern. Oder etwa nicht? Worin besteht also der Unterschied? Der Unterschied ist nur die Einstellung. Jemand tut es freiwillig, jemand denkt, dass er gezwungen wird, es zu tun. Das ist der einzige Unterschied. Schau, das ist alles, was das Leben ausmacht. Wo immer wir sind, was immer wir tun, in jedem Moment unseres Lebens. Wenn wir es freiwillig tun, ist es wie im Himmel. Wenn wir es unfreiwillig tun, ist es unsere Hölle, nicht wahr? Alles. Einfach alles. Magst du Gulab Jamun? Nein, nein, ich frage diesen Offizier. Magst du Gulab Jamun? Also werde ich jetzt eine Menge Gulab Jamuns besorgen und sie dir in den Mund stecken. Mehr und mehr und mehr Gulab Jamuns. Das kann die schlimmste Erfahrung deines Lebens werden, nicht wahr? Wenn du Gulab Jamun essen willst, nimmst du es bereitwillig in deine Hände und isst es. Es war so schön. Wenn du es nicht willst, wenn es dir jemand in die Kehle hinunterschiebt, ist es schrecklich. Der Unterschied liegt also nur in der Bereitwilligkeit und im Unwillen. Das ist die grundlegende Sache, die jeder Mensch zu tun hat. Schau, was auch immer wir genau jetzt tun. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich vielleicht etwas anderes machen. Aber jetzt, wo ich das tue, sagen wir mal, was auch immer ich tue, wenn du es bereitwillig tust, wird selbst das, was du nicht magst, zu einem wunderbaren Prozess. Wenn du es widerwillig tust, dann wirst du sehen, dass es ein schrecklicher Prozess wird. Aber ich mag das nicht, warum sollte ich das bereitwillig tun? Gut, wenn es deine Wahl ist zu leiden, dann tu es bitte.
Wenn du es nicht magst, tust du es morgen nicht. Aber heute, wenn du es tust, tust du es bereitwillig. Wenn du es bereitwillig tust, wird selbst das, von dem du denkst, dass du es nicht magst, zu einem großen Vergnügen und zu einem Prozess des Wachstums für dich. Körperliche Strapazen können also durchaus in hohem Maße dazu genutzt werden, um dir Gleichgewicht und Wohlbefinden zu bringen. Psychische Schwierigkeiten sind ganz allein dein Werk. Niemand sonst tut dir das an. Nur du kannst dir das antun, nicht wahr? Um das zu stoppen, solltest du... Wie gesagt, diese Isha-Kriya ist etwas, das ihr alle machen solltet. Denn das verschafft euch einen Abstand. Einen kleinen Abstand. Ein wenig Abstand wird die Art, wie du die Dinge siehst, völlig verändern. Es ist so. Du siehst den Stau. Der Verkehr staut sich, du steckst darin fest. Alle verfluchen sich gegenseitig und werden wütend, und in Delhi bringen sie sich auch gegenseitig um. Bei Staus bringen sich Menschen gegenseitig um, weißt du? Angenommen, du fliegst in einem Flugzeug oder einem Hubschrauber und schaust nach unten, und der Stau sieht wirklich schön aus, weißt du? Ist dir das schon mal aufgefallen? Es sieht recht nett aus. Einfach, weil es ein wenig Abstand gibt. Das Gleiche gilt für deinen Körper und deinen Geist. Wenn du ein wenig Abstand schaffst, wenn ich von Abstand spreche, musst du das verstehen. Deinen Körper hast du angesammelt, deinen Verstand hast du angesammelt. Es ist möglich, eine Distanz zu schaffen. Wenn du ein wenig Abstand schaffst, ist die Aktivität des Verstandes plötzlich eine tolle Unterhaltung. Nichts Positives, nichts Negatives, nichts. Es ist eine tolle Unterhaltung. Es ist nur negativ, positiv, wenn du darin feststeckst. Wenn du erst einmal ein bisschen davon heraus bist, merkst du plötzlich, dass du deinen Körper und deinen Verstand so einsetzen kannst, wie du willst. Er wird dich nie wieder beherrschen. Körperliche Strapazen kann man sich also durchaus zunutze machen. Es kann eine großartige Gelegenheit für einen Menschen sein, sich selbst in eine tiefe Ebene der Stärke und des Wohlbefindens zu bringen. Mentale Schwierigkeiten sind dein Werk. Du musst damit aufhören.